kleine und größere Tassen aus Papier basteln. Ich überlege gerade, ob ich schon alle Tassen im Schrank habe. Ich zeige dir heute eine Anleitung für eine Tasse, die du wunderbar als Verpackung für kleine Geschenke benutzen kannst. Ich habe das Produktpaket Käffchen verwendet und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Und ganz wichtig, ich zeige dir nach der ersten Tasse dann auch noch eine kleine und eine große und wie du die rationell aus A4-Blättern basteln kannst. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und es geht weiter mit einem nächsten Demo-Doppel. Annalena und ich zeigen Ideen zu einer Produktreihe oder zu einem Produktpaket. In diesem Fall ist es das Produktpaket Käffchen aus dem Online-Exklusivsortiment. Kannst du genauso bestellen wie alle anderen Produkte von Stampin' Up, die aktuell lieferbar sind. Ja, dazu gibt es auch die Produktreihe, die heißt Kreativ mit Kaffee und genauso heißt auch das Designerpapier. Jetzt habe ich hier schon mal alles so aufgebaut, was noch kommt oder was schon gekommen ist an Anleitung. Ich verlinke dir das. Hast du die zum Beispiel gesehen? Ah, die Fächerkarte, die habe ich auch mit Kaffee gemacht. Verlinke ich dir da, wo das mein Kopf sitzt, da drunter oder da drüber ist das i. Wenn du das da nicht findest, dann findest du es in der Beschreibung auch noch einmal verlinkt. Hier ist auch so eine Inside-Out-Card. Ja, ich habe alle möglichen Sachen gezeigt. Die kommt noch. Kann ich gar nicht so viel zeigen. Jetzt mache ich erstmal den Arbeitstisch frei und schaue, dass du das siehst, was ich heute machen möchte, nämlich Tassen. Okay, ich habe jetzt eine Größe, die hatte ich noch nicht. Die probiere ich jetzt im Video mit dir aus. Und im Anschluss zeige ich dir, wie ich schon angedeutet habe, größere Tassen. Das ist hier diese große flache Tasse. Da bekommst du, wenn du es so nachbastelst, wie ich mir das ausgerechnet habe, zwei Stück aus einem A4-Papier. Und von diesen kleinen süßen Tassen bekommst du drei Stück aus einem A4-Papier. Das gibt es am Ende, da wird noch ein bisschen berechnet. Und dann zeige ich dir vielleicht auch noch, wie du das in jede Größe umwandeln kannst, die so halbwegs auf unsere Papiere passt. Für meine Tasse heute habe ich mir ein Stück Farbkarton zugeschnitten in den Maßen 25 mal 18 cm und ich hoffe, ich habe mich nicht vertan. Und ein Stück Designerpapier lege ich hier auch so auf, kannst du gleich mitgucken, in den Maßen 8,5 mal 21 cm. Ja, und das wäre das, was wir brauchen. Ein Stück Abfall, also ein Streifen, der dann noch rumliegt für den Henkel. Den kannst du ja gestalten, wie du möchtest. Und das Schöne bei diesen Tassen ist Tatsache, du kannst so ein bisschen als Designer auftreten, weil ja jedes anderes gestalten. Und ich bin gespannt, wie viele Tassen bei dir so rauskommen. Wenn du magst, zeig sie doch auf Instagram und verlink einfach mit Stempelfamilie. Das ist vielleicht das schnellste und kürzeste. Oder mit Demo-Doppel geht natürlich auch, weil da hast du es gesehen. Ja, und dann sehe ich deine Tassen auch. Okay, es geht los. Das Stück ist 25 lang und die Breite habe ich schon wieder vergessen. Das ist nicht zu fassen. 18 cm. Es geht los. Ich lege die lange Seite an und falze jetzt jeweils bei 4 cm. Das heißt, bei 4, bei 8, bei 12, bei 16, das ist hier bei dem Papierschneider wirklich genau auf der Kante, bei 20 und bei 24. Dann habe ich für mich herausgefunden, das kann bei dir anders sein oder du möchtest es einfach anders haben, die Höhe der Tasse entscheidet, wie mein Stück für den Boden ist und das heißt, meine Höhe ist 9 cm und die Breite für den Boden, also der Streifen für den Boden, ist dann die Hälfte, nämlich 4,5. Also lege ich bei 4,5 an, dann rechne ich die 9 cm drauf, dann sind das 13,5 und dann müssten hier oben noch mal 4,5 übrig sein, Haarnadel genau. Ob du die so lang lässt oder nicht, das kannst du dir überlegen, wie viel Papier du einmal zur Verfügung hast und zum anderen, wie stabil du das haben möchtest. Ich habe gemerkt, wenn ich das hier oben reinklebe, diesen Rest, dann wird das für mich stabiler und komme besser zurecht mit meiner Tasse. Okay, so, das haben wir jetzt geklärt. Jetzt schneide ich hier erstmal unten, das ist für mich unten, schneide ich schon mal ein, quer rüber. Das erste Feld von dem 1 cm mal 4,5 habe ich abgeschnitten. Und die anderen schneide ich einfach ein. Ich werde heute für den Boden tatsächlich eher Flüssigkleber verwenden. Hat sich bewährt, sage ich mal so. Weil da kann ich noch ein bisschen rückeln. Hier drüben, dieses ist die Höhe der Tasse. Schneide ich also auch ein bisschen schräg und das hier oben ab.
Und du weißt ja, ich mag das gern rationell. Das heißt, ich nehme jetzt mein doppelseitiges Abreißklebeband und klebe auf das obere Feld, bevor ich das quer einschneide, einmal oder zweimal quer rüber. Dann wollen wir lauter kleine Schnipsel auftragen. Und schneide jetzt ein und weiß, das ist oben. Zieh die dann ab, aber erst dann. So, wenn ich sie reinklebe. Jetzt schneide ich das hier oben genauso ein wie unten, habe mir aber dadurch, dass ich den Kleber drauf habe, gemerkt, dass das oben ist. Jetzt fange ich mal an, nach drüben zu falten, die ganzen einzelnen Felder. Und das hier auch. Und da unten falte ich einmal quer rüber und oben falte ich auch quer. Jetzt kannst du dir überlegen, wie machst du das? Klebst du die Mattungen dann einzeln auf? Oder gleich, wenn es so liegt, hier flach, ich klebe das, wenn es so liegt. Ich habe mich jetzt entschieden, ich mache eine karierte Tasse. Und auch hier, bevor ich irgendwas mache, nehme ich mein Papier. Zugeschnitten hatte ich ja schon gesagt, 8,5 mal 3,5 cm und setze auch hier mein doppelseitiges Abreißklebeband drauf. Kannst du auch wieder anders machen, aber ich finde das für mich immer so ganz rationell. So, dann hatte ich das ja in der Breite von 21. Das heißt, es müssten 6 Felder rauskommen mit jeweils 3,5 cm und du ahnst es schon, die passen dann da genau drauf. So, dann lege ich das mal bei 3,5 an. Und schiebt die Wiese sind hier rüber. Bei dem Motiv ist es jetzt nicht ganz so krass, aber es gibt ja Motive, wo wirklich Bilder richtig rauskommen. Also jetzt eine Tasse auf die Tassen setzen können mit dem anderen Designerpapier. Dann wäre es schon schön, wenn das so zusammenpasst. Und ich schaue jetzt, dass ich das alles gleichmäßig schneide. Und dann lege ich das hier drauf und klebe das gleich bei 3,5. Nächste Schnitt. Und dann hoffen wir, dass wir uns nicht vertan haben. Haben wir, glaube ich, nicht. 3,5 und 3,5 bleiben übrig. So, ziehe ich mein ganzes Teil wieder rüber, ziehe die Klebeschutzfolien ab und setze das hier der Reihe nach drauf. Hier auch wieder schauen, dass ich es nicht umdrehe. Dann klebt so ein Feld falsch rum, dann passt das Muster nicht mehr. Aber ich merke mir, dass hier unten ist ein gelber Streifen quer, relativ knapp. Der ist dann also unten. So. Ich versuche ja immer so rationell wie möglich das Ganze zeitlich zu machen. Und auch sparsam kann man machen. Hin und wieder finde ich es richtig gut. Manchmal, okay, hat man genug Designerpapier und hat man überhaupt genug Papier, dann ist alles okay, dann schneidet man drauf los. Aber um das rationell zu machen und vielleicht manchmal für mehrere Geschenke einfach schnell viel zu basteln, zeige ich dir dann noch einmal komplett den Zuschnitt für das Element, für diese kleine Tasse. Und für die breite Tasse zeige ich dir das dann auch nochmal zur Hälfte. So, während ich hier klebe, muss ja irgendwie was vor mich hin erzählen, deswegen hast du das jetzt nochmal gehört. So, das ist gleich soweit das. Bei der fertigen Ausgestaltung gibt es natürlich dann auch wieder Möglichkeiten ohne Ende. Vielleicht hast du ja wie ich Material schon vorbereitet oder übrig von anderen Projekten. Ich habe dann immer so kleine Höhlen, wo das drin ist, die ich dann fieberhaft suche. Aber ich werde sie gleich finden. Nur mal kurz drüber nachdenken. Ja, ich glaube, ich habe einen Plan. So, das letzte Feld klebt. Genug gequatscht. Jetzt geht's weiter. So sieht meine Tasse im Design aus. Heute mal ganz schlicht. Jetzt falte ich das egal wo rüber, dass ich 3 Felder liegen habe. Und setze hier auf meine Klebefläche die Schutzfolie. Ach Quatsch, das Klebeband. Auf die Klebefläche ziehe die Schutzfolie ab und falte dieses rüber und kann jetzt eben auch genau schauen, dass es gerade wird. Jetzt liegt das gerade rum und wenn alle Felder gut bemessen sind, liegt es auch in jede Richtung gerade. Kann man durch einmal durchfalten. So, hier oben, nachher weiß ich ja, klappe ich die nach innen um. Und beim Boden habe ich mir gedacht, Flüssigkleber ist gut. Ich werde immer 2 gegenüberliegende kleben. Wir haben ja jetzt so ein Sechseck. Und da geht auch einiges, ja, es kann passen, muss nicht. Ich probiere es einfach. Ich habe es bisher immer hingekriegt, dass es gleichmäßig wird. Ansonsten mal dir ein Sechseck auf den Boden. Geht natürlich auch. Aber ich lege das jetzt so, dass ich sie schaue, diesen gegenüber. Das ist der gleiche Abstand. Das drücke ich hier schon mal locker drauf. Gerade muss es sitzen, dann passt das. Dann gehe ich auf die Mitte, lege den nächsten drüber, packe den oben drüber.
immer die gegenüberliegenden, setze das hier schon mal locker auf, klebe auf die Mitte, setze den nächsten drauf, schau eventuell noch mal, wo meine letzte Naht ist, dass die Seite dann hinten ist und setze hier noch mal Kleber drauf. So, schau, dass ich das jetzt auch noch ausmittel. Und dadurch, dass Flüssigkleber ist, weiß ja nämlich nicht so oft, kann ich immer noch schieben und rütteln. Das hier falten wir nach innen. Dann schauen wir, ob das innen gut liegt. Es liegt innen gut und jetzt wird gegengedrückt. Nicht wackeln, einfach nur gegendrücken. Oben und unten. Hier nochmal schauen, dass wir es noch relativ gerade hinbekommen. Und dann klebt mein Boden fest. So, während das so super sitzt, freue ich mich und klappe das hier oben rum. Wie gesagt, je nachdem, wie viel du bei deinem Papier übrig hast oder wie viel du entbehren kannst, machst du hier innen einfach eine Verstärkung rein, damit deine Tasse stabil ist. So, das setzen wir hier an und dann kannst du schon mal so, während du hier klebst oder während ich klebe, denke ich schon mal drüber nach, was ich da wohl für einen Henkel dran setze. Könnte ja auch mal ein Becher ohne Henkel sein. Ich guck noch mal. Wackelt es noch? Ne, es ist gut und stabil. Passt gut. So. Wenn die jetzt alle hier gut nebeneinander kleben, dann ist auch das Maß perfekt. Wenn du merkst, das klemmt, weil es ist ja immer Papierschichten aufeinander, ergeben ja auch nochmal eine Höhe. Dann musst du das ein wenig keilförmig einschneiden. Aber für mich passt das hier so. Hier war meine Klebenaht. Das sitzt hinten. So, und jetzt hole ich mir einen Streifen Papier, der mir natürlich im Gelben abhanden gekommen ist. Ich schaue mal, ob hier einer kommt. Ja, da nehme ich die Breite von 1,5 bis 2 cm. Es muss so ein bisschen zu meiner Tasse im Design überhaupt passen. Ich nehme jetzt mal einen Streifen von 1,5 cm. Den könntest du dann auch mit Designerpapier bekleben, musst du aber nicht. Dann nehme ich die Höhe und setze mir noch einen Zentimeter gedacht unten dran. So. Nehme mein Falzbein und versetze den schon mal in Schwingung. Vorher lege ich mir aber oben und unten noch eine Klebefläche an von einem Zentimeter. Es gibt bestimmte Sachen, die sind immer weg. Im Moment ist ein Aufhebhelfer, da ist er. Also lege ich das hier an. Du siehst es bei einem Zentimeter, das muss nicht ganz so exakt sein, links und rechts kommt jetzt meine Klebefläche, aber schauen, dass ich das ganze Element gerade lege. Dann hast du auch einen geraden Henkel in deiner Töpferei. So, den falten wir schon mal rum bei einem Zentimeter. Jetzt habe ich hier eine vorspannende Schneidekante, wollte ich nicht, falte ich also auch flach. Gucke ich mir das an, wiege das und dann... Für diese Tasse finde ich das sehr gut und ich setze wirklich beide Klebeflächen in dem Fall nach innen. Das ist für mich schöner. Siehst du erstmal meine Hand, ist auch schön. Ja, so ist mein Henkel in der, wenn ich das Gefühl habe, er wäre zu klein, dann müsste ich ihn länger machen. Ich war jetzt auf 10 cm, dann würde er etwas größer sein, aber ich nehme den jetzt so. Gut, hier Klebeflächen, klebe ich beide nach innen an die Tasse, sage ich jetzt mal, also nach innen gefaltet und ich unten nach außen, sondern nach innen. So. Dann wird das ganze Teil ausgemittelt. Und du siehst schon, meine Henkel sind wirklich willkürlich in den Maßen. Das heißt, ich habe jetzt nicht gesagt, die Mathematik sagt, ich muss das so und so machen, sondern ich schaue einfach, wie es für mich passt. Wenn ich das hier drauf setze, sollte der ganze Henkel gerade nach unten zeigen und mittig liegen. Mittig liegen, gerade nach unten, gut andrücken. Und die andere Seite auch. Und dann wird noch ein bisschen gebogen am Henkel. Und dann haben wir das. So, hier kann ich jetzt nicht so andrücken wie eben. Mal gucken, dass die gleiche Linie gefunden wird. Und gehe nach innen und drücke an. So, Tasse ist fertig. Siehst du, ist jetzt nochmal eine größere Variante als die anderen. Schauen wir doch mal hier, die so klein in die Parade legen. So, das sind schon mal die unterschiedlichen Größen, die wir jetzt haben. Auf meinem Blog verlinke ich wie immer, also meistens, alle Maße. Und das Gute ist, meine Beiträge sind so sortiert, dass du zur Produktreihe Kreativ mit Kaffee oder dem Produktpaket Käffchen noch viel mehr Ideen findest. Scrolle einfach nach unten, um die aktuellste Idee zu finden. So wird das bei mir gemacht.
Ja, jetzt brauchen wir noch einen Anstecker oder Anhänger, da geht natürlich alles. Entweder du machst es so wie hier, dass du es einfach oben ran an das packst, was du einpackst. Ich habe hier von meinem Verpackungsseidenpapier einfach einen Streifen genommen, ein bisschen zusammengewickelt. Da innen rein packe ich dann das, was verschenkt wird und setze oben meinen Anhänger dran. Du kannst aber genauso auch die Tasse einfach mal pur lassen. Du kannst hier den Henkel nutzen. Oder du nimmst Kreise, haben wir hier schon mal einige vorbereitet, und klebst an die Stelle, wo du denkst, da passt es am besten dein besonderes Motiv auf. Und da habe ich hier die tollen dekorativen Kreise, wo ich schon wieder vergessen habe, wie sie Tatsache heißen. Aber kriegst du verlinkt in der Materialliste, die ist auch unter dem Video in der Beschreibung, genauso wie der Beitrag aus dem Demo-Doppel von Annalena, weil im Anschluss bist du ja hoffentlich bei Annalena dabei und schaust dir ihre Ideen an. So, wir haben jetzt hier, selbst diese Farbe hätten wir. Ich überlege also noch, was ich an meine Tasse ranhänge, welchen Kreis und welches Motiv. Oder ob ich fertig geschnittene Elemente nehme aus meiner Tüte, die ist hier hinten. Sie nämlich doch gefunden. Da habe ich aus Designerpapier so ein wenig ausgeschnitten. Ich finde es natürlich nicht ganz so prickelnd, auf die Tasse eine Tasse zu setzen. Das ergibt sich für mich nicht. Aber da sind sicher Möglichkeiten, die du da verwenden kannst von dem Designerpapier. Ich stempel jetzt mal, du bist mein Koffein auf diesem kleinen Kreis hier. So, ich muss es nur noch finden. Du bist mein Koffein, ist es das? Ja, das ist es. Nehme einen kleinen Stempelblock und Espresso ist hier in dem Designerpapier mit drin. Ich könnte auch Pekannuss nehmen. Ich nehme jetzt mal Espresso und stempel das hier auf diesen Kreis. Du bist mein Koffein. So, wenn mir das nicht genug ist, dann mache ich noch einen Hintergrundstempel dazu. Ist mir aber gerade genug und dann nehme ich mir, weil ich das habe, eine Kreisstanze. Mal gucken, ob ich jetzt die richtige gegriffen habe oder ob da die ist eigentlich ganz gut und stanze mir noch einen Kreis. Aus welcher Farbe auch immer. In dem Fall nehme ich das Calypso, weil das hier mit drauf ist. Setze das hier drauf. Hätte auch das Gelb nehmen können. Das ist das Zitronenparfait. Ich hätte beinahe was anderes gesagt, aber es ist Zitronenparfait. Jetzt fällt es mir wieder ein. Könnte ich auch nehmen, ist mir aber gerade zu hell. So, das setze ich hier drauf. Ich habe ja ziemlich viele Tassen im Schrank, sage ich mal so. Und vielleicht setze ich es hier ganz drüben hin. Das wäre ziemlich witzig gegenüber vom Henkel. Ich könnte es aber hier auch auf die Seite setzen. Es kommt auf die Seite. So, und dann hast du vielleicht schon Ideen, was du in deine Tasse packst. Süßigkeiten oder Tatsache, was fürs Käffchen, Kekse oder ein Kaffee to go kannst du einpacken. Ja. Das ist ja jetzt das, was dir so einfällt. Ich lege mal die Tassen hier hin und könntest noch weiter dekorieren. Es gibt so wunderbare kleine Punkte hier. Ich habe zugeordnet einmal diese wirklich zum Akzente mit Strudelmuster habe ich zugeordnet. Und dann gibt es aber auch die facettierten Schmucksteine. Hier ist dann wieder ein Schwanzzelt drin, ne? Ja, facettierte Schmucksteine. Die würden beides passen von den Farbfamilien her. Setze ich nachher drauf, aber ich will dir ja unbedingt noch zeigen. Ich habe wirklich zu viele Tassen im Schrank, oder? Ich will dir ja unbedingt noch zeigen, wie ich das ausmesse bei rationell 2 oder 3 Tassen aus einem A4-Papier. Okay, wo fangen wir an? Ich lege mal meinen Koffein da drüben hin, die Tasse dahin. Wir fangen mit der kleinen an. Und da haben wir ja eine Fläche. A4 ist immer 29,7 mal 21 cm und wir kürzen uns das jetzt in der Breite bei 19 cm. Und wir machen es auch so, dass wir bestimmte Arbeitsschnitte für alle drei gleichzeitig machen. Also bei 19 cm gekürzt. Das heißt, wir haben 1 cm Klebefläche. Jetzt kommen wir nämlich zur Mathematik.
Und 18 teilen wir durch 6, weil meine Tassen haben 6 Felder. Du kannst auch 8 Felder nehmen oder 5 oder wie auch immer. Meine haben 6 Felder. Und dann 18 durch 6 ist 3. 3 mal 6 ist 18. Also kommen jetzt die Falzlinien jeweils bei 3 cm. Und das heißt bei 3, bei 6, bei 9, bei 12, bei 15 und bei 18. Und wenn wir das so machen, dann haben wir wirklich nur einmal für alle gefalzt. Geht also schnell. Und jetzt schneiden wir von unten nach oben die Tassen ab. Jetzt brauchen wir die erste Querlinie bei 3. Das wird der Boden. Die zweite Querlinie bei 8,5. Und die abschneiden tun wir bei 9,9. Dann hätten wir ein Drittel unseres Blattes genau genommen. Und hier siehst du, bin ich ein wenig weg von meiner Mathematik gekommen. In der Mitte ist das Feld nur 5,5 hoch, aber da wollte ich den Boden einfach stabiler haben. Aber könntest da unten, kämst du auch zurecht mit bei 5,5, bei 2,25 der Hälfte. Okay, das hier ist wieder oben zum Kleben. Schneiden wir dann ein, vorher kleben wir das, die Klebefläche drauf. Und hier unten wird eingeschnitten, um dann die Tasse draus zu formen. Und so machen wir das mit allen drei. Also wir schneiden uns das jetzt immer der Reihe nach weiter von ab. Oben wirklich dann einschneiden, macht man aber nachher. Zusammenkleben, den Boden gegenkleben. Eingeschnitten, vorher oder hinterher draufgesetzt. Das Designerpapier, sage ich dir die Maße auch gleich, wenn wir einmal dabei sind. Und dann zusammenkleben, den Rand reinkleben. Also, wenn das Feld 5,5 in der Höhe ist und 3 in der Breite, dann brauchst du die Auflage von 5 mal 2,5 cm 6 mal. Ja, das nächste, um es zu wiederholen, die Schneideklinge kommt weg. Wir hatten den Boden auf 3 cm. Dann sind wir bei 8,5 und schneiden bei 9,9 ab. Und das letzte Feld, Schneideklinge hoch, 3 cm, 8,5 und der Rest müsste wieder die 9,9 sein. Genau. So hätten wir 3 Tassen aus einem A4-Blatt in dieser kleinen Größe. So, und wenn wir jetzt auf meine Tassen gehen, die mehr so wie Suppentassen aussehen, oder? Also ich kenne die aus dem Krankenhaus, ich will nicht sagen, wie ich die dort genannt habe, das kommt jetzt nicht so gut, aber solche machen wir jetzt auch noch und dafür brauchen wir das, nehmen wir das Blatt quer, schneiden nachher also hier auseinander in der Mitte, legen aber trotzdem erstmal die lange Seite wieder an, schneiden uns das Papier auf 28 cm und teilen 27 durch 6. So. Und leichter geteilt ist das natürlich, wenn wir erstmal 27 durch 3 teilen. Dann sind wir bei 9. Und 9 durch 3, also 9 durch 2, um wieder auf die 6 Felder zu kommen, sind 4,5. Und das probiere ich jetzt. Ich lege hier an und lege Falzlinien alle 4,5 cm. Also bei 4,5. Bei 9. Bei 13,5. Bei 18. Bei 22,5 und bei 27. Dann haben wir hinten wieder den 1 cm Klebefläche und quer rüber wird jetzt abgeschnitten wieder der Boden, also 4,5, die Hälfte von dem 9 cm Feld, das heißt 4,5. Dann sind wir bei 13. In der Höhe bin ich jetzt auf 5 cm gegangen und jetzt muss ich meine Mathematik korrigieren. 4,5, dann sind das 9,5 cm. Und ich habe, um es bei 10,5 abzuschneiden, das gleiche nochmal zu machen, hier oben 1 cm, den ich reinfalte. Und das heißt, der Boden ist eigentlich in der Länge genauso lang das Bodenfeld, wie das andere breit ist. Jetzt wisst ihr, ich habe das vor einer Woche berechnet für mich und nur die Hälfte aufgeschrieben. So ist das. Ne? Also 4,5
Und dann gehen wir auf 9,5. Dann haben wir die Höhe von 5 cm und 1 cm zum Kleben. Und auch hier schneide ich das Feld nochmal aus. Ich schneide das Feld aus. Genau. Ich falte erstmal, dann kannst du dir das vorstellen. Hier hinten wird eingeschnitten. So, und hier auch. Das ist ja auch logisch. Die Höhe ist ja eigentlich völlig egal. Wenn sie spricht und nicht denkt, passiert. So, und hier unten wieder einschneiden. Oben den Kleber schon draufsetzen. Die Felder zuschneiden. Das machen wir auch ganz klar. Meine Mattungen sind immer so, dass ich 5 mm kleiner zuschneide. Das heißt, das Feld war ja 4,5 und in der Höhe 5. Das heißt, ich brauche jetzt eine Auflage von 4 mal 4,5 cm. So, und aus diesem kommt dann praktisch diese Tasse bei raus. So, jetzt habe ich dir drei Maße, drei Möglichkeiten für Größen genannt. Rationell oder unrationell, also wir nennen es wie du magst. Also einmal für den Sparfuchs und einmal für einfach so. Ja, und das war meine Idee heute zum Thema Verpackung mit dem Produktpaket Käffchen. Und jetzt sei gespannt, was Annalena Tolles zeigt. Bin auch schon ganz gespannt. Ich habe ein Bild gesehen. Das wird bestimmt wieder eine coole Idee. Und nächste Woche geht es weiter. Dann gibt es noch eine Kartenfalltechnik mit dem Produktpaket Käffchen in unserem Demo-Doppel. Ja, soll ich dir noch was zeigen? Willst du noch was sehen? Habe ich was vergessen? Habe ich wahrscheinlich was vergessen, oder? Ich habe vergessen, dir das Buch zu zeigen. Die Anleitung findest du auch hier auf meinem YouTube-Kanal. Verlinkt in der Playlist mit allen Basteleien zu diesem Produktpaket. So, das war's jetzt wirklich. Ich mache Schluss und du switchst am besten sofort gleich rüber zu Annalena. Da geht's weiter. Und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin.